Gelesen aus 365 mal er von Wilhelm Busch. 6. April. Aber am ersten Tage der Woche, sehr früh, kamen die Frauen zum Grab und trugen die Spezerei, die sie bereitet hatten. Sie fanden aber den Stein abgewälzt von dem Grabe. Lukas 24, Verse 1 und 2. Was ist denn eigentlich aus den wertvollen Salben geworden? So fragen wir noch einmal. Die Frauen erfuhren aus dem Munde himmlischer Boten: Jesus ist nicht hier, er ist auferstanden. Da liefen sie in die Stadt, um diese Freudenbotschaft weiterzusagen. Was aber wurde denn aus ihren Salbentöpfen? Ich habe diese Frage einmal jungen Leuten vorgelegt. Da meinte einer: Die wird der Gärtner an sich genommen haben. Dann hatte er für sein ganzes Leben Pomade. Wir mussten lachen. Und dann stellten wir uns den Gärtner vor, der wahrscheinlich von der großen Tat Gottes, von der Auferstehung Jesu, nicht berührt wurde, der sich aber über einen kleinen Profit freute. Und wir sagten uns: So sind wir Menschen. Die Heilstaten Gottes lassen uns so kalt, aber ein Profit macht uns sehr froh. Nun, von all dem steht nichts in der Bibel, und die Frage bleibt: Was wurde aus den Salbentöpfchen? Die Bibel gibt darauf keine Antwort. Die Salben sind ihr gleichgültig, denn sie will uns sagen: Jesus braucht nicht unsere Salben, vielmehr will er uns salben. Damit sind wir in der biblischen Bildersprache. Hier ist das köstliche Salböl ein Gleichnis für den Heiligen Geist Gottes, der unsere Herzen erleuchtet, der uns zum Glauben an Jesus führt, der uns der Erlösung gewiss macht und der uns in ein neues, gottgehorsames Leben führt. Mit diesem Geist will Jesus uns salben. Herr, lass uns zu denen gehören, von denen dein Wort sagt: Gott hat uns durch Christus gesalbt und in unsere Herzen den Heiligen Geist gegeben. Amen.